Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank, Gottes reichen Segen. Halleluja. Danke. Ja, lass uns in Richtung Predigt schauen. Und die heutige Predigt ist etwas, das uns aufs Herz gelegt worden ist für die Gemeinde. Vielleicht für mich persönlich auch, ganz sicher. Und für die Sarah, aber speziell für dieses House of Blessing hier. Und bin dankbar, dass ich es heute euch bringen darf. Herr, ich lobe und preise dich, erheb dich, Herr. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass ich jetzt das Wort Gottes bringen darf. Ich danke dir aber, dass du durch mich sprichst und dass du die Menschen einfach mit deinem Wort berührst, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Halleluja. Ja, worum geht's heute? Ich habe Gott am Anfang des Jahres gefragt, was ist denn jetzt dran? Ich habe schon gewusst, ich werde am 14. predigen, vor dem Allianzgottesdienst. Und Gott hat mir ein Thema aufgezeigt, das wirklich großartig ist, nämlich das Thema neue Wege zu gehen mit Jesus. Wie erkennen wir die neuen Wege? Wie setzt man sie um im Untertitel? Und ich kenne drei Damen, die gehen jetzt neue Wege. Ich kenne sie auch. Die gehen jetzt nach Israel. Jetzt, wo es ziemlich zugeht dort. Ich will fast sagen, eine Bombenstimmung ist dort. Und sie machen sich auf, weil Gott gesagt hat, ich soll dahin. Aus Solidarität. Aber weil Gott gesagt hat, ich habe dort einen Auftrag. Und diesen Auftrag Gottes zu erfüllen, da braucht es ziemlich viel Glaube, Vertrauen, Liebe für die Menschen. Ohne Liebe für die Menschen würde man jetzt nicht voran. Liebe für diese Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, die jetzt die Unterstützung brauchen, die Solidarität brauchen. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch ein Stück weit nachgeahmt werden darf, weil Jesus hat das auch gemacht. Er ist zu diesen Menschen gegangen, die jetzt Hilfe brauchen, die jetzt Veränderung brauchen, die jetzt Heilung brauchen. Das ist etwas, das Jesus gemacht hat und wir wollen doch Jesus ähnlicher werden. Und neue Wege gehen mit Jesus heißt, naja, wie erkenne ich denn das, dass ich jetzt einen neuen Weg gehen soll? Und da möchte ich auch gleich in die Bibel reinschauen mit euch, nämlich in Josua 1, Kapitel 1. Josua war mit Mose am Weg. War ganz nah bei ihm. Und in Vers 1 steht, nachdem Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, also nicht irgendein Josua, oder? Nachdem Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Helfer Moses, mein Diener Moses tot. Nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Ich weiß, Josua hatte einen großen Glauben. Aber ich glaube auch, dass er es mit der Angst zu tun bekommen hat. Weil der Mose, der ihn immer vorangegangen war, ist einfach nicht mehr da. Er ist einfach nicht mehr da. Und trotzdem muss Josua jetzt dastehen und sagen, und jetzt?
Und Gott hat ihm jetzt diesen Auftrag gegeben und gesagt, ich weiß schon, wie es weitergeht. Aber was hat Josua gemacht? Abgesehen davon, dass er vielleicht Angst hatte, hat er erstmal auf den gehört, mit dem alles angefangen hat. Er hat nämlich auf Gott gehört. Er hat die Zeit gehabt, auf Gott zu hören, was ist jetzt dran? Bei all dem Schlottern von Füßen und Zittern vielleicht, Angst haben, was soll ich jetzt machen, hat es ihm Gott ganz klar gesagt. Er hat gesagt, er soll das Volk anführen und dahin führen, wo er das möchte. Und ich bin sicher, Josua hat genauso Fragen gehabt, aber wie soll denn das gehen? Werden die ganzen Leiter überhaupt auf mich hören? Wie komme ich denn überhaupt so weit? Habe ich genug Proviant mit? Wie mache ich denn das, Herr? Aber er hat gehört. Und er war bereit zu gehen. Und Gott führt es noch mehr aus. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Jeden Fleck Erde, den ihr betreten werdet, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Was für eine Verheißung. Was für eine Verheißung, die Gott ganz klar sagt. Und in dem Stress, in dem vielleicht Josua jetzt war, wie machen das? Hat er trotzdem die Zeit gehabt, genau hinzuhören, damit er sich daran erinnern kann. Weiter geht's. Euer Gebiet soll von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden reichen. Ganz klar, ganz eindeutig, wenn ich genau zuhöre, weiß ich, mit welcher Autorität dieser Herr spricht. Er soll nach Osten zu dem ganzen Land der Hethiter bis zum Euphrat einschließen. Im Westen erstreckt es sich bis zum Mittelmeer. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. Eine klare Ansicht, hey, ein Feind kann angreifen, du kannst Angst haben, so viel du willst, aber wenn ich dabei bin, niemand wird sich gegen dich behaupten können. Egal wie klein du bist, egal wie viel Probleme du mit dir mitschleppst, egal was es schwierig ist, aber kein Feind wird sich behaupten können. Denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Dein Leben lang. Und danach bin ich eh bei Jesus. Also ein Leben lang, ein lebenslanger, wie sagt man denn, Contract, Vertrag, eine Vereinbarung, wo Gott sagt, ich stelle mich neben dir dein ganzes Leben. Genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Und wenn man das versteht, wie der Herr direkt mit Mose gesprochen hat. Also ich tat Angst kriegen. Boah, echt. Genauso wie mit Mose, echt. Boah, heftig. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Nie dich im Stich lassen. Nie. Das ist so ein starkes Wort. Und ich bin sicher, dass genau dieses Wort für unsere Gemeinde ist. Wenn jetzt die Zeit kommt, wo wir vielleicht weniger hier sein werden, weil wir das Projekt natürlich in anderen Gemeinden präsentieren werden, weil Gott da eine Tür aufmacht, das rufe ich auch in Existenz. Dass der Herr einen Plan für diese Gemeinde hat und er wird sich offenbaren, er wird euch zur Seite stehen und euch nie alleine lassen und er wird kein Feind wird sich behaupten können. Wenn wir als House of Blessing zusammenstehen in diesen Räumlichkeiten und Jesus preisen und loben und Jesus das Zentrum geben von diesem Haus, was will ein Feind, der von außen kommt, anrichten? Gar nichts. Gar nichts. Aber wir müssen zusammenstehen und im Glauben an Jesus Christus bleiben. Und wenn einmal irgendjemand versucht zu fallen, weil irgendwie er einen Schicksalsschlag hat, dann müssen wir ihn auffangen, dass wir nicht verlieren. Aber lass uns zusammenstehen. Das ist so ein starkes Wort. Aber nicht genug. Er hat ja noch mehr gesagt, der Gott.
Er hat gesagt, sei mutig und entschlossen. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen. Nicht einfach so Besitz zuteilen und dann wird es geraubt, sondern als bleibenden Besitz. Das bleibt, was Gott macht, das bleibt. Egal, ob andere Personen drauf sind. Egal, ob Simon Pfister oder Sarah Pfister da vorne stehen oder Willem Britz oder Josef und Franziska Draxl oder Deborah Britz. Die Menschen sind austauschbar. Aber wenn Gott was macht, dann macht er was Bleibendes. Und ich bin sicher, dass Gott diese Gemeinde geschaffen hat, damit sie bleibt, nicht damit sie kaputt geht. Aber es ist unser aller Verantwortung, uns auf dieses Wort immer wieder zu stützen und unseren Teil dazu beitragen. Du wirst diesem Volk, das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen. Halte dich mutig und entschlossen an das, was ich mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat. Und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Sprich die Weisungen aus dem Gesetzbuch ständig vor dich hin. Wisst ihr, was das für mich bedeutet, für diese Gemeinde? Proklamier das Wort Gottes. Proklamier das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft. Wenn es einmal wieder schwierig wird, proklamiert das Wort Gottes. Tag und Nacht darüber nach, damit ein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Und ich sage es noch einmal, Gott hat es nochmal bestärkt. Er verstärkt das, was er gesagt hat, im Vers 9 noch einmal. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das spreche ich jedem Einzelnen zu, aber vor allem auch diesem House of Blessing. Er wird da sein. Sei mutig und entschlossen und geh auf Jesus zu und nicht weg. Lass uns jetzt ein bisschen konkreter werden. Wie schaut es praktisch aus? Weil das ist, ich glaube, das ist jetzt die Vision, die Gott für House of Blessing hat. Für den Weg, den wir gehen. Aber wie schaut das praktisch jetzt aus? Wie erkenne ich denn Gottes Wege jetzt? Wenn plötzlich Mose weg ist. Oder Simon und Sarah weg sind. Wie erkenne ich denn Gottes Wege? Ich weiß genau, ein Leitungsteam erkennt Gottes Wege, weil Gott wird mit dem Leitungsteam sprechen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, wo sind Gottes Wege, dann heißt es in Jeremia 33,3, heute ist alles aus der Gute-Nachricht-Bibel. Gell? Ich weiß nicht wieso, aber hat mich einfach so inspiriert. Wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Er zeigt uns die Geheimnisse vom Geheimen, von denen wir noch nichts wissen können, wenn wir uns an ihn wenden. Deswegen, jetzt für jeden individuell. Was heißt das? Ich muss Gott, Josua hat Gott zugehört und gesagt, was ist der Auftrag? Ich muss zuerst zuhören und dann muss ich mich an ihn wenden, dass ich sein Herz spüre, seine Vision spüre, das, was er mit mir persönlich vorhat. Und ich möchte heute ermutigen, liebe Leute, ihr habt es bestimmt von früher irgendwo auf einem Handy oder auf einem Computer oder so gespeichert eine Prophetie oder eine Vision, die Gott euch vielleicht einmal gegeben hat. Vielleicht ist schon Jahre her. Aber was ist, wenn Gott jetzt genau diese Vision erneuern möchte und sagen möchte, ich wende mich an dich. Was ist denn mit der Vision jetzt? Was ist denn jetzt mit der Prophetie? Jetzt ist ein neues Jahr. Was willst du denn in diesem Jahr damit tun?
Grabt es aus. Grabt die Prophetien, die über euch gesprochen worden sind, wieder aus. Habt Mut und seid entschlossen. Grabt sie aus und wendet euch an Gott. Sagt, Herr, du hast es verheißen. Über deinen Diener, ich weiß nicht, wie er heißt. Gell? Hast du es verheißen? Was willst du denn jetzt damit tun? In diesem 2024. Mit mir. Ganz persönlich. Was willst du damit tun? Und er wird dir antworten und er wird dir nicht nur antworten, sondern er wird dir große Dinge zeigen, von denen du noch nicht einmal weißt, dass sie existieren oder passieren werden. Und jetzt kommen noch die letzten drei Punkte. Wie setze ich das jetzt um? Also zuhören haben wir schon gesagt. Okay, ich muss erstmal zuhören, dann muss ich mich an Gott wenden. Und wenn ich dann mich an Gott gewendet habe, dann geht es um die Umsetzung, weil dann sagt er uns was und dann muss ich was machen damit. Nicht einfach, es ist dasselbe, wie wenn, kennst du das, mein Freund hat mir mal ein Buch geschenkt. Ein Freund von mir hat genau gewusst, was ich für ein Problem habe und hat sich Gedanken gemacht, was könnte ich denn da brauchen, gell? Und hat mir zum Beispiel ein Buch geschenkt. Er hat zum Beispiel einmal geschenkt bekommen vom Thomas Harry, ich coache dich selbst oder so irgendwie hat das geheißen. Ja? Und ich habe das genau gebraucht. Aber ich habe es im Regal stehen lassen. Ich habe es nicht gelesen. Das ist so ungefähr, wie wenn Gott die Vision gibt und er sagt dir jetzt genau, ja, das machst du jetzt. Und dann denke ich mir, okay, ich nehme es einmal aufs Handy, was Gott spricht. Und dann höre ich es mir 3 Jahre nicht mehr an. Weil dann weiß ich ja gar nicht mehr, was es ist. Wir müssen was damit tun. Wir müssen es in die Hand nehmen. Was Gott uns sagt, müssen wir in die Hand nehmen. Und zwar, erster Schritt, was wir tun können, ist Römer 12,1. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, sagt der Paulus, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch ein vernunftgemäßer Gottesdienst. Also wir müssen uns zur Verfügung stellen. Ich kann zuhören, was Gott sagt und dann nichts machen, weil man denkt, schmeckt man jetzt nicht. Folgt man vielleicht nicht. Oder ich traue mich nicht. Aber Josua hat es gemacht, gell? Er hat sich auch nicht traut, erst einmal. Also wir müssen was tun. In erster Linie mal, Punkt 1, wir sind bereit. Wir müssen uns zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich bin bereit. Ich stelle mich zur Verfügung als lebendiges Opfer. Weil er will uns als Gefäß gebrauchen. Er will uns nicht im Regal stehen lassen wie das Buch. Er will dieses Gefäß, das du bist, möchte er verwenden. Mir fällt gerade die Werbung von den M&Ms ein. Die M&Ms Werbung, da greift jemand in den Kühlschrank und die M&Ms sind drin und jeder hofft, dass er nicht genommen wird, damit er nicht gegessen wird. Aber in dem Fall ist es umgekehrt. Wir wollen nicht im Kühlschrank gelassen werden, der sagt, ja, du kommst später dran. Wenn Gott uns was sagt, dann müssen wir uns zur Verfügung stellen und sagen, ich bin bereit, Hände hoch, ich bin da und mach was mit mir. Okay, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, 2 von 3. Der zweite Punkt steht in Kolosser 3,1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Zweiter Punkt, ich brauche auf dem Weg, den ich gehe, ich muss bereit sein und gehen, aber ich muss auch eine Orientierung haben. Ich brauche einen Rahmen. Ich brauche einen Rahmen. Weil es werden Dinge passieren, die nicht so ganz in den Rahmen reinpassen, gell? Es werden Probleme kommen, es werden Herausforderungen kommen. Und wenn ich nicht weiß, für wen mache ich das oder was ist meine Orientierung? Wo will ich mich orientieren, wenn es nicht mehr geht? Und da steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Das ist ungefähr so ähnlich wie ich und meine Frau. Ihr habt euch das wahrscheinlich schon gewundert, als meine Frau heute die Moderation begonnen hat und gesagt hat, und nach dem Lobpreis
hat sie nach hinten geschaut, was ist jetzt? Machen wir jetzt Zeugnisse oder machen wir jetzt machen wir die Ansagen oder was tun wir? Sie hat genau das gemacht. Sie ist mit mir verbunden, als Ehemann bin ich mit ihr eins. Und sie hat nach mir nach hinten geschaut und gesagt, was spürst du? Und genau so soll es mit Jesus sein. Wir sollen zu Jesus hinschauen, wenn wir uns unsicher sein. Wenn wir Herausforderungen haben, sollen wir zu Jesus hinschauen und sagen, Jesus, was meinst du? Und wir brauchen nicht einmal nach hinten schauen, wir dürfen nach oben schauen, zum Himmel. Und da ist er und er schaut runter und gibt uns ein Zeichen. Lass uns die Orientierung nie verlieren. Weil ich weiß nicht, ob diese Prophetie, die ihr gehabt habt, dieser Weg, der Gott euch gegeben hat, ob der heute, morgen oder erst in 2 Jahren ganz zur Erfüllung kommt. Aber wir müssen einmal heute anfangen damit überhaupt was weitergeht. Fangen wir mal an. Also bereit sein und Orientierung geben. Nummer 3. Wie setze ich es um? Epheser 1. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu den Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Oh. Entschuldigung, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtende Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Auf dem Weg, in dem ich bin, wo ich Orientierung habe, darf ich mich darauf verlassen, dass er mir nicht nur Orientierung gibt, sondern diese leuchtenden Augen, gell? Wenn ich in meiner Berufung unterwegs bin, weil das die Prophetie ist, die der Herr mir gegeben hat, die Vision, dann gibt er mir erleuchtende Augen des Herzens, damit wir erkennen, in welcher Hoffnung wir unterwegs sind. Dass das nicht irgendein Hirngespinst ist oder irgendwas, was ich vor 5 Jahren, 10 Jahren bekommen habe, sondern dass wir an der Berufung festhalten können. Und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Punkt 3, seine Herrlichkeit, seine Kraft und den Glauben an die Wirkung seiner Stärke bringt es in Existenz. Die Herrlichkeit kommt von oben. Wenn ich Orientierung nach oben habe, kommt die Herrlichkeit, die Weisheit von oben und seine Kraft macht's dann, nicht wir. Seine Kraft, ich finde das so schön, Vers 19, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Seine Kraft an uns. Er formt uns, er bringt uns weiter, er schiebt uns an. Wenn wir ihn lassen. Und wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Wir glauben an dass seine Kraft, dass dieser Glaube, den wir haben, der hat Wirkung und die Wirkung seiner Stärke. Wir müssen daran glauben, dass Gott nicht nur groß ist. Das war letztes Jahr. Jetzt gehen wir in die nächste Ebene, bitte. Wir glauben nicht nur, dass Gott groß ist und gütig und barmherzig. Wir glauben auch daran, dass seine Kraft so mächtig ist, dass sie wirkt. Wir müssen an die Wirkung glauben, die Gott hat. Nicht nur an seine Größe. Seine Kraft, an die glauben wir. Aber wir müssen auch daran glauben, dass das, was er macht, dass das wirkt. Und was hilft uns? Der Glaube an diese Wirkung. Wenn wir nicht daran glauben, dass wir geheilt sind, werden wir nicht geheilt sein. Wenn wir nicht glauben, dass, was deine Vision ist, wenn du selbst
die Vision, die Gott dir gegeben hat, die Prophetie, die Gott dir gegeben hat, wenn du selbst nicht mehr daran glaubst, dann wird es auch mit der Wirkung der Stärke Gottes schwierig. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Dass wir, wenn wir zusammenfassen und sagen, was brauchen wir? Oh, Zusammenfassung. Gottes Auftrag hören. Hört's Gott zu. Grabt's eure Prophetien, eure Visionen, die Gott euch mal gegeben hat, wieder aus. Und fragt's Gott ganz konkret, was willst du dieses Jahr tun? 2024 ist dein Jahr, ich geb's dir, sag mir, was ich tun soll mit dem, was du mir gegeben hast. Sei mutig und entschlossen und geh darauf zu. Josua zum Beispiel. Und wende dich an Gott. Es ist sein Auftrag, nicht deiner. Er gibt dir den Auftrag. Wende dich ihm zu und sag, hey Chef da oben, was willst denn du jetzt machen? Was genau soll ich jetzt machen, dieses Jahr? Und es heißt ganz wichtig, bitte, wenn du ihn fragst, sei nicht überrascht, dass er antwortet, gell? Und dann musst du halt gehen, gell? Nicht gleich, stimmt, also jetzt hat er gesprochen, aber ich trau mich nicht. Und eigentlich schmeckt's mir gar nicht, wie er das jetzt macht. Ich hätt's gern anders. Ich würd's gern umgekehrt machen. Kann man das nicht anders machen? Geh drauf zu, da liegt Segen drauf. Und dann gehen wir in die Umsetzung und da habe ich immer so einen 3-Schritte-Plan. So mache ich. Vielleicht machst du es anders, aber ich empfehle euch, seid einmal erstmal bereit. Und bereit sein heißt nicht, ja, jetzt muss ich zuerst einmal das machen, jetzt muss ich noch das einkaufen und die Ausrüstung brauche ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Momentan ist viel Skifahren, gell? So, man geht Skifahren und so, da braucht man Ausrüstung. Ich persönlich war schon lange nicht mehr auf die Ski. Aber ich bin immer gern auf die Ski gestanden. Wenn heute jetzt gut zu mir sagen würde, morgen gehst du auf den Berg. Morgen fahrst du Abfahrt. Hochhütz vielleicht oder so. Ja? Was sagt er dann zu mir? Er sagt, jetzt gehst du und fahrst einfach. Hab keine Angst. Dann denke ich mir, ja, jetzt bin ich schon, weiß ich nicht, 5-6 Jahre nicht mehr auf die Ski gestanden. Jetzt habe ich zuerst mal Angst. Wie fahre ich mit dem Lift und wie fahre ich da runter und überhaupt. Aber zuerst werde ich wahrscheinlich wissen, wenn ich morgen in den Skifahren gehe, ja, ich habe ja nichts mehr. Ich muss mir zuerst eine Ausrüstung kaufen. Ich muss das alles noch besorgen. Es ist gut, wenn man gut ausgerüstet ist, aber warte nicht zu lange. Wenn Gott sagt, du gehst morgen, dann gehst morgen. Und er wird das schaffen, was du brauchst, wird er dir geben. Das wird er dir geben. Er wird dir sagen, das und das kannst du heute noch besorgen und dann gehst du aber. Und mach keine Ausreden, ja, ich habe noch nicht alles. Ich habe nicht alles gekriegt. Geschäft ist ausverkauft. Ich habe nicht alles gekriegt. Jetzt muss ich noch warten. Wenn Gott sagt, du gehst morgen, dann gehst du morgen. Mit dem, was er dir gibt. Ja? Und das Zweite ist dann, orientier dich immer oben. Gehen wir davon aus, irgendwas kommt dazwischen, schlechtes Wetter. Ich kann nicht vormütig, ich bin kein Schlechtwetter-Skifahrer. Wie soll ich denn das machen? Ich habe keine Skibrillen und überhaupt. Bin ich nicht. Dann orientiere ich mich oben. Und frage Gott, hey, wie willst du? Soll ich jetzt warten? Soll ich mir noch eine Brille kaufen, eine Skibrille, eine gescheite? Wie willst du haben? Und wenn der sagt, nein, brauchst du nicht, yeah, dann wird es passen. Aber wenn er sagt, hey, jetzt darfst du eine Brille kaufen und nachher gehen wir aber, gell? Dann gehen wir auch. Und das Dritte ist einfach der Fokus auf seiner Herrlichkeit. Vertraue darauf, glaub daran, dass das, was Gott dir gegeben hat, ganz persönlich, das wird niemand verstehen können. Vielleicht deine Frau, dein Mann, vielleicht. Aber es ist nicht sicher, dass deine Frau, dein Mann genau das verstehen wird, was Gott dir gezeigt hat. Und versuch nicht krampfhaft dem anderen zu erklären, zu verstehen zu geben, was Gott dir gezeigt hat. Das ist deine Vision mit Gott. Und wenn er dir eine Frau, einen Mann gegeben hat, dann wird er dafür sorgen, dass die Frau so viel oder der Mann so viel weiß. Weil wenn Gott Ehen stiftet, nachher stiftet er Ehen
nach seinem Plan. Das heißt, er hat da einen Plan, wie viel muss ich denn meiner Ehefrau, meinem Ehemann sagen darüber. Aber lass uns den Fokus auf seine Herrlichkeit legen, sei auf seine Kraft, er macht's und wir glauben an die Wirkung seiner Macht, bis es in Erfüllung kommt. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Vision, die Gott uns gegeben hat, den Weg, den Gott uns gegeben hat, der wird erst erfüllt sein, wenn er uns zu sich ruft. Also habt keinen Anspruch daran, dass 2024 alles erledigt ist. Wäre ja schade, weil sonst hättet ihr den Auftrag schon erfüllt. So ist es. Hatte nichts, meinst du? So ist es. Nein, es geht weiter. Aber lass uns einmal, ich kenne Gott so, mit mir tut Gott so, dass Gott mir nicht das Ganze sagt. Er schickt mir Menschen, die einen Eindruck haben und so weiter, aber der Eindruck ist vielleicht nur für die nächste Zeit. Und er verändert den Eindruck immer wieder mal. Er gibt was dazu, weil Gott leuchtet mir den Weg aus. Er hat mir jetzt gezeigt, was ist 2024 dran. Und 2025 kommt vielleicht was Neues. Lass uns bereit sein, Orientierung nach oben, und den Fokus auf die Herrlichkeit und glaube daran, dass seine Wirkung alles macht. Weil wenn ich denke, dass ich in Afrika mit meinen tollen Füßen, die Gott mir gegeben hat, die nicht einmal das Gleichgewicht halten können, da jetzt ein Frauenhaus bauen soll, ja, dann schauen wir das an. Das schauen wir an. Es gibt ein, da kann ich Kabarettvideos darüber drehen. Aber wenn ich das Glauben habe, dass er es macht, mit seiner Macht, mit seiner Kraft, ja, dann ist alles weiter. Dann bin ich nur ein Helfer. Und er wird mir die richtigen Menschen schicken, die dann den Rest, den ich nicht tun kann, machen. Und genauso sieht es mir fürs House of Blessing. Jeder von euch ist ein Baustein von diesem House of Blessing. Und jeder wird seine Aufgabe tun. Wenn jeder sich auf sich konzentriert, was Gott ihm gezeigt hat, ihm gibt, dann wird es ein tolles Haus. Wenn ich anfange, die Aufgaben von anderen zu übernehmen, dann kann ich das eine Zeit lang machen, aber das wird schief, das Haus. Jeder muss seinen Auftrag machen. Und deswegen gibt es Menschen, die in die Leitung, ins Leitungsteam eingesetzt sind, die das Ganze dann zusammenhalten und ein bisschen koordinieren. Aber jeder muss seinen Auftrag machen. Und wir sind überzeugt, das spreche ich auch im Namen meiner Frau, dass dieses House of Blessing eine wundervolle Zukunft hat. Gott hat es uns gezeigt, damit wir nicht zu emotional werden, wenn wir jetzt eine Zeit lang nicht mehr da sind. Gott hat es uns gezeigt. So viel, wie wir sehen durften, hat er uns gezeigt. Und ich weiß, dass dieses House of Blessing eine wunderbare Zukunft hat mit euch. Jetzt drauf zu, seid bereit, orientiert euch nach oben und schaut auf die Herrlichkeit Gottes. Und glaubt daran, dass er diese Herrlichkeit macht. Und ich möchte euch herausfordern und damit abschließen. Eine Herausforderung gibt's noch. Wenn jemand von euch allen etwas sucht, für was man beten kann im House of Blessing, dann habe ich eine Idee. 9.38 Uhr, Matthäus 9, 38. Das ist das, was die Beate gesagt hat. Die Menschen schicken in diese Ernte hinein. Lass uns das beten. Ich weiß, die Evination macht das auch in Innsbruck. Ich bin es auch gewohnt, das zu tun. Wir brauchen Menschen, die mitarbeiten natürlich. Wir brauchen Menschen, die diese Menschen, die kommen werden, auch betreuen. Wir brauchen Menschen, die einfach Teil dieses House of Blessing sind. Lass uns Menschen in diese Ernte rufen. Lass uns das Wort Gottes proklamieren. Und lass uns gemeinsam um 9.38 Uhr Matthäus 9, 38 beten. Und wir werden sehen, was Gott macht. Danke, Herr, ich lobe und preise dich, erhebe dich, Herr,
Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich lobe und preise dich, erheb dich, Herr. Ich danke dir für alles, was du tust, Herr. Ich danke dir, was du alles tust in meinem Leben, im Leben vom House of Blessing Ministries in Kamerun, in diesem House of Blessing, Herr. Ich danke dir, dass du uns Aufträge gibst. Für jeden von uns. Und dass wir deinen Auftrag hören. Entschlossen und mutig darauf zugehen wie Josua. Dass wir uns an dich wenden, denn du bist der Auftraggeber. Und dass wir bereit sein dürfen und uns nach dir orientieren, nach oben orientieren. Und der Fokus dabei auf seine Herrlichkeit, auf deine Kraft. Und wir glauben an deine Stärke, dass du es umsetzt. In Jesu mächtigem Namen. Amen.